Ich würde die anderen irgendwie mit dem Finger, mit der Hand so rauswinken, dass sie jetzt sozusagen aus dem Raum verschwinden. Ja, Dann ich klopfe ließen ihn wir dann wahrscheinlich nochmal. jetzt auf den Magier stoßen, der in der Ecke liegt, wenn die das Aquädukt bedienen. Klopfe ihn dann raus, geh nochmal auf die Schulter. Gut, dass ich euch hier getroffen habe. Sag mal, wie ging's dann der Nichte noch gleich? Gehen wir Oh, raus. Verzeihung, ich wollte euch nicht wecken. Torsch, du kannst sehen, wie wohl einer der Bediensteten am Wäschekorb was entdeckt hat. Guckt so ein bisschen entschuldigend in Richtung der beiden Wachen und auch dir, du bist ja auch eine Wache, hebt so ein bisschen beschwichtigend die Hände. Ich wollte euch nicht wecken, hoher Herr. Verzeihung, da. Ja. Ich würde jetzt mal mit meinem Speer den so ein bisschen zusammenstoßen. Was machst du da? Was ist denn da? Übersteht auf und hat jetzt die Magieruniform an und hat so einen Stab in der Hand, der in der einen Ecke so ein bisschen grünlich und verätzt aussieht. Das Teil hat er nach oben gedreht. Ja, was? Wer stört meinen Schlaf? Ich bin Agrithostos von Yolgomak. Entschuldigung! Was seid ihr, dass ihr hier ist? Und ich schreie erstmal den Bediensteten an. Warum sagt ihr mir sowas nicht? Ich habe ihn gerade gefunden, Verzeihung! Ja, gerade gefunden! Er sinkt von dir auf Lügende die Bande Knie. seid ihr alle! Ich Entschuldigt, wusste hoher nicht, wie Herr. der herkommt. Entschuldigt, hoher Herr. Seid ihr Im hier Namen wegen des Maurers Wasser? Zammernort, was ist hier los? Entschuldigung. Können wir euch vielleicht irgendwo hin eskortieren? Können wir euch helfen? Und ich Naja, würde mal so bring meine mich raus. Ich Uniform hab richten. lang genug meditiert. Natürlich, hoher Herr, natürlich. Entschuldigt. Komm, aus dem Weg. Und ich würde die anderen Wachen mal so ein Stück zurückschubsen und so tun, als würde hätte wäre ich schwer verängstigt. Also ich bin schwer verängstigt für ihn. Ein So, hoher Herr. vorwurfsvoller Blick an die anderen Wachen. Man zeigt mit dem Finger auf Theonin. Du hast mich Ja. hier hingebracht, damit ich hier meditieren konnte. Hast du gut gemacht. Lass uns jetzt gehen, der Geheimauftrag ist vorbei. Man schaut die anderen an, vor allem auch diese NPC-Wachen. Was? Wer Wir haben seid nichts ihr? gesehen. Aus dem Weg. Wir haben nichts gesehen. Aus dem Weg, ansonsten werdet ihr von Dämonen zerrissen. Ja, sie gehen, weichen da die Wand auch, also nicht verängstigt, aber schon respektvoll, gucken auch böse auf die Bediensteten nach dem Motto, weh, ihr seht das oder weh, ihr erzählt das weiter. Und ihr habt freie Bahn, könnt euch jetzt quasi hier im Palast bewegen, wie ihr wollt. Als ihr Immer, halt Galisten mit Tok, immer mit einem dem Magierstab am schwarzen Aufschlagen, Magier. führt jetzt die anderen erstmal hier weg. Gut, ich halte mich dahinter. Vor allem Theonin, der ihm jetzt folgen kann als Gallist, der mitkommen soll. Ich Ja, schaue die dann können die anderen ja sowieso beiden frei mitlaufen. Wachen an. Passt auf, dass die davon nichts erzählen. Ich lasse mich nicht zerfetzen, weil die Arschlöcher hier reden. Ja, dann schaut man Eisenmann an. Hinter Wäschekorb, da liegt noch ein Wäschebündel, das gehört mir. Das hat zusammengerollt. Los, hol das. Ja, Sagt man natürlich. lautstark, dass die anderen das auch noch mitkriegen. Passt auf die auf! Und dann merkst du natürlich, dass dieses Wäschebündel vielleicht leicht klackert, wenn du es anhebst. Reingeschaut, siehst du da eben den Dolch, die Speere, den Bogen und die Dings drin, die Pfeile eingerollt. Ja, ich trage es mit beiden Händen, mache mein Speer wieder auf den Rücken wie ein heiliges Paket vor mir her und sehe sehr vorsichtig aus, dass ich es ja nicht fallen lasse. Den gezogenen Bogen lasse ich dir mal durchgehen. Eigentlich ist er natürlich gespannt und kannst natürlich nicht in so einen Ja, aber Wendel ich kann ja doch entspannt haben, sonst passt er gar nicht vernünftig sozusagen da Ja, in dieses in den 5 Wäschebündel Minuten rein. ist dafür Zeit. Vorbei am Jirodin-Store, am Spiegelkabinett, könnt ihr dann die Gemächer betreten, an dem Lanzengang vorbei, wo die Ritter normalerweise auch in den Gängen üben. Das hatte ja Abel mir sich schon betrachtet. Könntet ihr dann in die oberen Gemächer treten, wo ja Platz wäre, auch für Udalberts Gemächer, für die von Balfamor von Asmodeus. Möchtet ihr weiter nach oben in die Halle des Throns oder wollt ihr erstmal hier bleiben? Sobald wir einige Schritte weit weg sind und unter uns gerade, wir sind, drehe ich mich zu Theonin um. Gehe etwas näher an ihn ran. Was? Ich antworte auf Attack an Ömer. Was erwarten kann man? Also vermutlich nur Kammer und irgendwas dahinter. Und vielleicht mit dem Finger nach oben, dass wir noch eine Etage nach oben müssen und immer nickt. Und dann läuft er wieder vor, ganz selbstbewusst. War aber gerade ganz unsicher, der alte Ömer wieder in der Sekunde. Ja, dann könnt ihr in Richtung der Wachstube abbiegen. Abel, mir kann euch da führen, geleiten, zeigen, wo ihr hin müsst, bis ihr dann in einer Wachstube steht mit ja, ungefähr 20 Ihalkengardisten, die euch dann interessiert mustern, wenn ihr hineintretet, was auch immer dann ein Schwarzmagier hier macht. So, Magister, wo ist denn nun eure Sammlung an Artefakten, die ihr mir zeigen wolltet? Ja, mal nicht so vorlaut. Das finden wir schon gleich. Verzeiht, verzeiht. Und so schaut man sich um. Wo sind wir gerade angetreten? In die Asservatenkammer? Also erwarten kann man ja. Wollten wir nicht in dieses, den speziellen Raum? Nein, wir wollen in die Asservatenkammer, wo der Stab liegt.
Okay. Ja, und so wird er die Wachen einfach einmal kurz anschauen, dann wieder weiterschauen und gucken, ob da irgendwo vielleicht ein Buch liegt, wo man sich eintragen muss oder so etwas. Ob die Wachen da irgendwie sowas haben oder ob die das anscheinend ja alles mündlich machen. Ja, du kannst dann von den Alkoven kannst du dann herantreten an die Wachstufe, der Wachstube der Offiziere, wo dann auch so ein paar Etagenbetten stehen und da sitzt dann ein Offizier der Irrhalkengardisten, wo er vor einem Buch brütet und schaut euch dann an. Vor euch gäbe es noch eine weitere Tür, wo ihr dann weitergehen könntet in Richtung, zumindest steht drauf, Halle der Wandlung. Oh, da geht's wohl weiter zu Labortischen, Glasapparaturen, Alchemisten, davor allerdings auch ein paar Wachen. Ich will die Handle der Wandlung meinen, diesen hohen Herrschaften zeigen. Die Halle der Wandlung? Ja. Das hat ja einer von den Neuen. Ich bin Agritostos von Yolgomak. Ja. Von Yolgomak. Das heißt, ihr habt jetzt, seid jetzt Abgänger, oder... So gut wie. Ihr habt einen Wisch von Galotta bekommen, oder von Asmodeus? Ja, von Asmodeus. Hier, Wache, zeig vor mein Schreiben. Ich halte ihm so das Schreiben hin, die Vollmacht. Ja. Das klärt bestimmt alle eure Fragen. Sieht gut aus. Ja, dann könnt ihr wohl reintreten. Wollt ihr noch euren Namen hier notieren? Nicht, dass... Natürlich. Nicht, dass hier was. Oder schreibt dahin Agritostos von Yolgomak. Auf? Auf Zayat. Sehr gut. Ja, der das erkennt natürlich auch der gewiefte Magier von nebenan, Theonin, dass der Ömer wirklich einigermaßen vernünftig Zayat schreiben kann. Zieh erstaunt eine Augenbrauen nach oben. Sehr gut. Da hat das Zayat doch irgendwas gebracht. Dann dürft ihr eintreten in eine Halle der Wandlung. Vor euch öffnet sich ein kränklich gelbes, erleuchtetes Gewölbe mit Labortischen, Glasapparaturen und einem großen Alchemistenofen. Ein paar hohle Kristallzylinder, die mit Flüssigkeit gefüllt sind. An einer Decke hängen noch ein paar Ketten. Fäulnis Gerüche bedrängen euch. Wenn wir so ein bisschen unter uns sind, schaut wieder zu den anderen. Und jetzt gehen wir zur Kammer mit den Artefakten. Theonin, wie hieß die? Theonin? Ja? Wie hieß die Kammer? Gibt's hier noch weitere Türen oder ist das alles? Gibt noch zwei weitere Türen. Eine hier und eine hier. Steht da irgendwas an den Türen dran? Kannst du Zayat lesen? Ja, kannst natürlich! Du. Raum der Düsternis und Halle der Kraft. Hier links sehen Sie, und dabei schaut man natürlich jetzt hier Jirudin an, die, hier rechts ist die Halle der Kraft und hier links ist die Halle der Düsternis. Ja, und wo soll jetzt diese beeindruckende Sammlung sein? Ich würde auf den rechten Raum tippen. Die Halle der Kraft, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, da schauen wir mal rein. Die Tür hinter uns zu den Wachen ist verschlossen, oder? Das ist eine doppelflügelige Tür und die müsstet ihr wieder zumachen, sonst ist sie noch offen. Schauen euch eure interessiert. Ja, dann schaut man natürlich jetzt hier Theonin an. Schließt die Tür. Ich habe keine Lust auf diese neugierigen Blicke von okay. Sterblichen. Und die Tür mit einem etwas Schwung, dass sie sich krachend schließt, zu machen. Kein Antritt für euch. Dann seid ihr alleine. Ihr könnt in den verschiedenen Ecken die Experimente von Carlotta erkennen. Vor euch, immer mit einem kurzen Etikett in Bosbarano, in Nanduria, spiegelverkehrt oder in Zayat einige merkwürdige Dinge. Eine Mutprobe von euch allen. Ein haariger Mensch mit roten Augen und furchtbaren Hauern kauert dort in einem Käfig. Spezimen 47, humanoider Orgrin, transformiert durch Berührung mit Blüten von Morgendornstrauch am Tag des Terachael. Mutation verzögert durch Transition des Firn von Frost und Hungerkantus. Nebeneffekt erhöhtes Schmerzempfinden.
in einer mit Erde gefüllten Holzkasten steht unbeweglich eine Frau, die ab der Taille in einen Wurzeln verschlagenen Baumstamm verwandelt ist, ähnlich wie damals Xyleste. Spezimen 15a, Applikation des Arkobal-Harzes. Rasante Mutation, vermutlich Guruk-Faor oder schwarze Ulme, jedoch nur bis Uterus mit Embryo, danach konstant. Weitere Verifikation vonnöten. In einem Kristallzylinder ein missglücktes Mensch-Tier-Chimärenwesen, ein Karpfenmensch, ein Ratten-Fledermaus-Gemisch auf zwei Menschenbeinen, ein Krabbenmensch, einzelne abgetrennte Hände in einer trüben Flüssigkeit, die spinnenartig auf ihren Fingern umhertanzen. Ein angeketteter Stammesgoblin, der dumpf brütend hinter einem Moskitoschleier auf dem Boden hockt. Bobrat-Moskitos schwirren dort, Spezimen 22, Globulinoid, sinkende Intelligenzerfahrung aus dem intelligenten Insektenschwarm extrahierbar, Fragezeichen. Und dergleichen mehr. Immer geht auf Theonin zu. So, jetzt müsst ihr machen. Ich habe keine Ahnung, welche Tür, welche Sicherheiten, wie auch immer. Ich kotze Galotte erstmal in seine Alchemistenschale rein. Ich schlucke erstmal zweimal und gehe dann erstmal ganz auffällig wieder 3 Meter in Richtung dieser Tür zurück und mein Kopf geht von links nach rechts, nach links. Das dass sich auch nichts vor diesen dämonischen Dingern bewegt. Abdullah, das ist eine groteske Sammlung. Abdullah, könnt ihr logische Fallen erkennen an der Tür? Hab ich Ahnung von Magie oder du? Ich meinte mechanische Fallen. Ich verschiert. Dann guck erstmal nach, ob da magisch was ist. Und dann, wenn ich das Ding anpacke, um es anzuschauen, ist ja schon zu spät. Ich würde eine Analyse und mir Zeit lassen. Eine Analyse. Nein, falsche Entscheidung. Odem. Immer Odem erst. Immer vorbereitender Odem. Dann einen vorbereitenden Odem wirken. Auch mit Zeit lassen. Auf die Tür. Auf die rechte Tür, die Tür zur Halle der Macht, die ist sie, glaube ich. Mhm. Ja. Die Tür ist magisch, und zwar die ganze Tür. 2W6 oder so? 2W6. Ja. Dann kostet er dich 8 ASP mehr und 1W20. Okay. Ja. Schade. Weiter. Die Tür scheint magisch zu sein. Magisch, ja, dann ist es euer Ding. Wir sollten die Tür etwas genauer untersuchen. Das war irgendwie zu erwarten. Gut, ich werde mich einmal Analyse probieren. Ich rufe, also ich sage dann eine normale Lautstärke: Analyse Arkanstruktur. Enthülle die Magienatur. Trägst du eigentlich jetzt gerade die ganze Zeit eine metallische Irrhalten-Garden-Uniform beim Zaubern, wenn ich mal so fragen darf? Lederrüstung. Ach so. Die Uniform selbst wird kein Metall haben, die Rüstung hat Metall. Da gehe ich auch raus. Ich dachte, wir sollten Irrhalten-Garden-Rüstung plus Uniform anziehen. Ich gehe da jetzt auch von aus, dass das metallisch ist. Ja, okay. Ich dachte jetzt gerade auch, das sind doch Metallrüstungen. Also jetzt, das müsste ich einmal ganz gerne geklärt haben, bevor es jetzt einfach weitergeht. Rüstungsschutz 5 oder 6, das ist Metall. Leder kommst du nur auf 3 oder so. Genau, deswegen habe ich auch schon alleine das Ding nicht anziehen wollen. Ich habe jetzt meine alte Rüstung einfach anbehalten. Und wollte ja, klar, Frosty, dann kann ich Zauber vergessen. Ja, bei dir vergesse ich immer, dass du auch Magie wirken kannst und auf die gleichen Erschwernisse kommst. Ja, wenn das Ding eine BI von 5 hat, dreifache ja, Dings, sind alle Zauber um 15 erschwert. Das also kann ich nicht. Die 13 wird er wohl noch packen. Mit dem Band des Eisens, ich glaube, das ist eine plus 7. Ja, sagen wir jetzt, das Ding hat nur eine BE von 4. Dann sind das 12 Punkte Erschwernis auf alle Zauber darin. Das ist zumindest da bleibt, so. Da bleibt dann ein Sternchen übrig der oder so. Oder ist geschafft. Kostet dich trotzdem. Ja, ein Stern, Anfänger. Da ist Magie. Das ist ziemlich gut beschrieben. Guter Hinweis, danke. Ist Amina Laos auch hier in einer Rüstung gekleidet? Nein, ich habe keine Rüstung an. Was trägst du denn im Moment? Battle-Kleid. Dienstkleid, ja stimmt, das ist auch kein Metall, ja super. Ja. Warum auch immer ihr Leib die damit habt. Ja, weiß nicht, Besen. Ich fieg die ganze Zeit in euch den kannst du Kotze von Jalan wegmachen. Die ist schon in der Alchemisten. Das ist der Tick des Schwarzmagiers, dass hier immer einer hinterherfliegen muss. Am besten ist halt noch der Zwerg. Das wird gesehen, er will nicht, dass er es weiß, aber sein Pakt bedeutet, dass er hart.
mehr als normal, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, ich habe ja schon vor zu zaubern, aber ich zögere jetzt ein kleines bisschen, weil ich weiß, das wird so hart in den gleich schief gehen. Aber ich zauber einen Oculus. Oculus Astralis. Ja, ich zauber einen Oculus. Weil ich denke mal, wir werden mehr als nur eine Sache hier untersuchen müssen, deswegen mache ich es gleich richtig. Dann musst du dich 5 Minuten auf die Tür konzentrieren mit einer Sinnenschärfeprobe. Aber die solltet ihr haben, ihr habt ja aktuell noch keine Zeitnot. Oculus, zauber ihn. Ja, gern doch. Ich krieg keine Erleichterung, nichts. Nein. Doppelte Zauberdauer. 15 Aktionen. Ja. Ich mach doppelte Zauberdauer, ich krieg 2 Erleichterungen aus meinem Stab. Aha, die hab ich dabei. Also insgesamt 6 Erleichterungen. Genau. 30 Aktionen, 30 mal 3 sind 1,5 Minuten. Oder? Nee, also ganz normal. Ja, 30 mal 3. Du hast vielleicht 1,5 Minuten Kasse, der jetzt ja, also 150 oder? Sekunden, also eher so 3 Minuten. 30 mal 3, Frau Steen. Sind 90 Sekunden. Ja, Aktionen. 15 Aktionen mal 2 sind 30 Aktionen. No, teilst du nämlich dann durch 2, bist du bei 45 Sekunden. Passt, er zaubert lange. Du hast keine Stahlrüstung an. Was verrät dir der Oculus? Ja, Oculus Astralis, Auge der Sphären, das Wissen, um Kraft zu mehren. So, ZFB Stern aus der Oculus-Probe. Können die Einschränkungen im Verhältnis 1 zu 1 aufheben und jetzt darfst du eine Sinnschärfe machen, bla bla, würfel gerne. Sinnschärfe erleichtert um 8 und erschwert um x von dir, Frosty. Ja. Also Oculus gibt ihm 8 Punkte Erleichterung. Die Erschwernis kannst du dir beim Analyse aus diesem Minitext der Beschreibung davon ganz gut raussuchen. Da gibt es ganz gute Hinweise von wegen, wenn es Achatz-Zauber sind oder ob es Gildenmagische Zauber sind oder wie auch immer. So, magische Wesen. Wo stehst du denn? Der Golem steht hier gar nicht drin. Ist es ein Golem? Nee, er kann nur die Tür selber untersuchen, denn den Raum dahinter kann er nicht sehen. Ja, die Tür ist ein Golem. Ah. Oh. Das heißt, wenn du die Tür durchschaltest, ohne dass du es darfst, dann verwandelt sie sich vor deinen Augen, reißt sie sich aus den Angeln, bildet Fäuste, Beine und attackiert dich. Oh. Als Holzgolem. Und das verursacht natürlich Krach und dann ist sowieso Feierabend. Die Tür ist nicht magisch versiegelt. Die Tür ist ein Wesen, das einen angreift, wenn man hindurchgeht und man nicht darf. Oh. Und die andere auch? Konnt ihr ein Schlüsselwort erkennen? Lass mich kurz nachschauen. Kann ich eine Magiekundeprobe machen, um rauszufinden, ob es ein Schlüsselwort gibt oder. Also, wenn es eins gibt, könntest du vielleicht aus dem Dings rauslesen, aber dafür brauchst du 21 Sternchen Rest, damit du sozusagen alle Geheimnisse erfährst von etwas. Du kannst die ja ansammeln. Genau, dann heißt, du kannst da mehrere Minuten drauf gucken. 10, 15 Minuten, 20 Minuten. Also 5 Minuten Intervall, genau. Genau, müsstest du einfach nochmal Sinnschärfe, genau, würfelst du weiter Sinnschärfenproben. Jede dauert 5 Minuten. Du wirst es halt irgendwann schaffen, ihr seid immer noch nicht unter Zeitdruck. Mit einem kurzen Blick auf die andere Tür kannst du feststellen, dass die nicht magisch ist. Die ist unverschlossen. Da kann man einfach so rein. Ja, ich untersuche dann die Tür weiter und werf vorher einmal zwischendurch einen Blick so in den Raum, guck mir alles an, was irgendwie magisch sein könnte und die Tür ist nicht verschlossen. Da ist wahrscheinlich was anderes hinter. Haltet, wenn ihr die Tür jetzt gleich anguckt, haltet den Besen in der Hand und wedelt damit leicht über den Boden. Dann könnt ihr wahrscheinlich gut die Konzentration halten und trotzdem, wenn jemand zu euch schaut, falls die anderen Sachen mal hier reinschauen, seid ihr am Fehlen. Eine gute Idee, ja. Dann mache ich das. Über der Magiekunde Experte. Ja, das könnte jetzt auch Tionin etwas beunruhigen, denke ich. Wenn die anderen mit ihrer Neugier mal in die 4 reinschauen, in den Raum der Düsternis, könnt ihr dort unglaublich viele lichtempfindliche Materialien erkennen, alchemistische Erzeugnisse. Auf einer Bodenplatte steht in Kapitallettern: Meide das Licht, begrüße die Dunkelheit. Aber als ihr
die Tür geöffnet habt und etwas Licht reinfällt, könnt ihr schon erkennen, wie einige Fiolen sich verfärben. Irgendwelche Bronzefläschchen sind auch drin, damit das eben kein Licht abbekommt. Eingetopfte Nachtgewächse, aber wie gesagt, innerhalb von wenigen Sekunden, vielleicht mal Minuten, könnt ihr sehen, wie Sachen in Gläsern erzittern, springen, verfärben. Die ganze Sachen gehen jetzt gerade irgendwie in Rauch auf und... Immer noch ganz schön die Tür zu wieder. Ja, ich habe eine solche Reaktion wurde ausgelöst. Konnte sich nicht ersparen, aber jetzt war die Tür wieder zu. Ja, hinten im Raum, ist, ihr könnt es noch so ein bisschen nicht unbedingt brennen, aber irgendwas fängt da jetzt gerade an. Er stellt sich jetzt neben Iolaus und hofft, dass wenn da hinten die Tür aufgeht, er irgendwie Iolaus irgendwelche Dinge sagen kann, wie, ja, fegt hier ganz genau, genau so, wie ich das gefegt habe. Alles kaputt. Gut, und während sich Iolaus das Schlüsselwort holt, um den Golem zu passieren und dann im nächsten Raum zu stehen, können wir uns beim nächsten Mal angucken, was passiert in der Halle der Kraft.